Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Diablo 4. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, Pilgerreise ist unsere Quest, das seht ihr jetzt gerade nicht so und ich werde natürlich die Cam hier mal nach unten drehen, sodass ihr es wenigstens zumindest lesen könnt. So, wir sollen von der Tafel am Altar der Reinheit lesen und das Game soll zumindest am 6.6. oder so released werden. Wenn ich mich recht entsinnt habe oder entsinne. Und ihr wisst ja auch mittlerweile, dass ich ja von Diablo sehr, sehr viel halte. Ne? Also das Game ist ja wirklich phänomenal. Man kann es gar nicht oft genug sagen, wie geil Diablo eigentlich ist. Wie geil dieses Spiel einfach ist. Ich glaube, da braucht man echt nicht zu sagen, es ist und bleibt ein geiles Spiel. Zack, 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 zack. So. Es ist und bleibt ein geiles Spiel. Sagt, was ihr wollt. Da, guck mal hier. Isolierte, bla bla bla. Ja, nehme ich doch. Oh, das ist so krass, was wir teilweise... Was für Sachen man teilweise hier hat. Ich nehme auf jeden Fall immer mehr, was immer mehr Verteidigung und so hat. Das bringt mir einfach viel mehr, habe ich das Gefühl. Und mir gefällt auch tatsächlich die Story und so und alles, was man halt eben dazu hat, muss ich einfach sagen. Es hätte ja auch viel anders mehr sein können, ne? Ich habe das ja auch bereits gezeigt, also so in den ein oder anderen Dungeons, falls ihr jetzt irgendwie neu dazu geschaltet habt. Und ich zeige euch das Spiel natürlich bewusst hier. So. Hark, creature of darkness, for you have wandered beyond. Interagieren. Wo soll man denn jetzt hin? Bringt den Götzen den Gläubigen zum Altar. Ui. Oh. Hi. Liebe ich, gefällt mir. Und ich wusste nicht, dass jetzt der Bereich, wo wir jetzt gerade sind, so sind, halt so viel mit mit Schnee und so zu tun hat. Das ist mir halt auch, also ich habe jetzt damit nicht so gerechnet, dass wir halt so super viel Schnee haben würden und so. Schon krass, die Waffen. I need more time. Oh. Oh, muss ich hier rein? Und jetzt? Der Typ ist tot. Ich liebe das einfach, es ist so geil, ne? Feel the sting of your wounds. Let the ice into your bones. Welcome your pain. For the agony of the flesh is the first cleansing of the soul. Make your faith stronger than any hurt. Okay. Wie du meinst. Feel the sting of your wounds. Let the ice into your bones. Welcome your... Digga, hier, interagieren. So, ich wollte schon sagen. Bringt den Götzen der Gläubigen zum Altar der Erlösung. Noch weiter runter. Okay. I'm not ready yet. Krass. Wo müssen wir denn hin? Oh, da. I'm not ready yet. Hier unten hin. Hier wird's spaßig, ganz sicher. Hier sind so einige. Don't have enough energy.
Zu krass, okay, los. Interagieren. So, lest den also an der Tafel. Okay, für die Leute, die es einfach lesen wollen, einfach Stopp drücken. Ich habe das jetzt gerade überflogen. So, jetzt müssen wir wohl weiter wieder zurück, ne? Krass, hier ist nochmal ein Altar oder so. Das wir, also hier. Alles klar, wenn ihr das so meint. I need more time. Gut bewacht. Das Üble war, das ist ja jetzt aktuell eine Beta, nur mal so nebenbei. Das Üble war, ich hatte es bereits einmal gespielt gehabt und ich weiß noch ganz genau, ich war so in der Aufnahme oder so. Nee, am Spielen war ich, stimmt. Ich hatte es aufgenommen, ich war am Spielen und das Problem war, das Game ist mir einfach abgestürzt und ich wusste nicht warum. Und der Grund war dann, Freunde, also jetzt haltet euch fest, der Grund war, dass die Server einfach down gegangen sind. Also es hatte keinen anderen Grund. I need more time. Hier runter. Der hat ganz schön viel Schaden gemacht, der Typ. Das war ein super starker. Okay, wie gesagt, drückt einfach Stopp. Bringt den Götzen zum Schrein der Buße, okay. Hier gibt's so einiges, Leute. I'm not ready yet. So. Nimm einfach alles auf, was es gibt. Hallo. Einfach alles aufnehmen. I'm not ready yet. Wir haben ja nichts zu verlieren. Oh, oh, oh. Hey, mach ich noch Feuerschaden? Anscheinend schon. Ich war in so einem Feuerbrunnen. Das ist richtig krass, okay. Das ist wirklich krass. Und ich liebe diese Atmosphäre. Aber richtig übel. So, dann wollen wir mal sehen. So, I like playing cards. Doesn't make me a sinner. But that bribe. Good soldiers died on account of what I did. Is that the kind of man I am? The kind I'll always be. I just... Damn it. I'm praying. Why isn't this working? Oh, you made it. That makes one of us, at least. You heard from Prava. I will, soon. But enough about that. You're about to meet Father Inarius himself. Not everyone comes back, you know. You'd better. I owe you a stiff drink. Nice. Nur Quest abgeschlossen, Pilgerreise. Digga, die Tür ist einfach aufgegangen. Hä? Ist das eine Stadt? Woher sind wir denn hier gelandet? Ist das eine Stadt? Das ist keine Stadt, oder? Ich glaube, das ist keine Stadt. Halle des Aufstiegs. Kneel before him and remember, you are small, wonderfully small. Okay. Er klimmt die Stufen der Halle des Aufstiegs, okay?
Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Ich bin echt ein bisschen gerade geschockt, wenn ich ehrlich sein soll. Keine Ahnung, wohin. Endboss? Superfight? This is how you choose to approach me. Forgive this intrusion, but... Tell me what you need. I must traverse the Black Lake, and that cannot be done without your blessing. If I've learned anything during my time here, it is that what we're looking for, and what we need, are rarely the same thing. I once thought I could find an end to this war, but there has been no resolution, only more pain. Everything I've done has pulled me further from home, from the place I need to be. This world we made was born from the impossible, and yet, like its creators, it rots from the inside. I don't... Lilith has entered the ancient city. With your blessing, I can pursue her. And this world has been wasted on the crusades of the unworthy. I can stop her. This audience is concluded. Krass. Back to Corvalar. Oh Mann, oh Mann. Sprech mit Mutteroberin Prava. Oder Prava. Richtig geil. Ich finde das immer so krass, wie episch das immer so aussieht, ne? Das sieht immer so alles so krass aus. Das Spiel ist so geisteskrank. I need more time. Das ist so geil, dieses Spiel, ehrlich. Sagt, was ihr wollt. Sagt, was ihr wollt. Wartet mal. Schutz des Lichts, sprech mit Oberen Prava. Wieso? Das ist. Allein diese Halle sieht geisteskrank aus. Allein die Halle feiere ich. So. Jetzt müssen wir zurück, oder? Hier. Aber wäre gut, wenn hier irgendwo ein Portal wäre. Kannst du lange von träumen, Melek. Kannst du lange von träumen. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Oh mein Gott. Komm einfach hier durch. Scheiß drauf. Ich will eigentlich gar nicht zu Fuß rüber. Aber ich muss es tun. Leider. Zu geil, ehrlich, dass der so alles angreift. Hat was. Und wir gehen natürlich den Weg hier lang. Ich verstehe immer noch nicht, warum es da kein Portal gibt für. Ich will ja nicht mal in die Hauptstadt oder so. Ich will ja nur zurück jetzt erstmal. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Eigentlich richtig unnötig. Weil es einfach kein Portal gibt da drüben. Das ist echt traurig. Gibt es hier wenigstens ein Portal? Akademie des Lichts. Gibt es hier ein Portal? Nee, ich dachte, es wäre ein Portal. Ach, träum weiter. Ich erwarte zu viel. I'm not ready yet.
Jetzt rein. Endlich ein Korvala. So, hier soll ich da irgendwie sprechen. Ey, ach so, ja, das wollte ich auch sagen. Nicht mal in dieser Stadt gibt es ein Portal. Hallo? Tickt ihr noch? Entwickler, ändert das mal. Blessed are those who bask in the light. Let our faith be our armor against the encroaching darkness. Hallo, Mutter. Ah, you've returned. Come, let us speak inside. Out of the cold. So, folgt Mutter Oberin Prava. Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Yet you stand before me unscathed. I know his ways. That is approval enough for me. In the name of the light, I bless you. May the light flow through you and keep you from corruption and sin. Our victory is prophesied in the heavens. Hat das was gebracht? Ich spreche mit Oberin. Krass. Ich wurde jetzt gesegnet. Questfortschritt gespeichert. Geil. Weil wir mit Inarius gesprochen haben. Das war dieser Typ. Das war richtig krass. Okay, das war wirklich gut. Aber ehrlich, ne, ich verstehe wirklich nicht, warum diese Stadt kein Portal hat. Das ist und bleibt für mich eine... Also wirklich eine ganz offene und ehrliche Frage. Das müssen die ändern. 100%. Auch wenn das eine Beta ist, spielt keine Rolle. Also hier müssen die auf jeden Fall ein Portal bringen. Hier. So, was habe ich denn noch so an Quests hier? Q. Upsala. Da habe ich falsch gedrückt. P, oder? Wo war das denn nochmal? Nein. B, N? Nein. Man kann sogar Clan und so beitreten. Was will ich alles gerne? Nein, ich will nicht zurück teleportieren. Wir gucken nochmal. Wo waren nochmal unsere Quests? Da. Mit L, ne? Oder mit M? Ne, mit L. Okay. Kampagne. Überquerung. Jenseits. Etappe Jenseits. Diese Quest kann nicht in dieser Version des Spiels fortgesetzt werden. Okay. Sonst habe ich hier noch... Diese Quest kann sich nicht in diese... Alles klar. Also an die anderen Orte kann ich nicht kommen. Das ist schon riesig hier, muss man sagen. Hier gibt es ganz schön viel. Ja, sonst habe ich noch andere Quests hier natürlich. Ich guck mal hier noch. Ich würde vor allem mal gucken, nicht Kampagne. Vorrangige Quest. Nee. Das kann ich nicht machen, ne? Man könnte sonst gucken. Wartet mal, ich werde mal zurück in die Stadt. In die Stadt einfach teleportieren. Da wollte ich sowieso auch nochmal gucken, ob es da irgendwelche Quests gibt und so. Aber Diablo ist, ja, sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Macht Bock. Die wissen halt auch einfach, wie man die Spiele macht. Sag ich euch ehrlich. Also die Entwickler. Top. Das können die einfach gut. Das ist so ein Blockbuster-Titel. Es ist einfach so, egal was andere sagen. Es ist und bleibt ein Blockbuster-Titel. So, sehr nice. Hier sind natürlich andere komische Typen. Wer ist das denn? Das denn? Was sind das für Charaktere teilweise hier? Richtig krass. Dark days upon us. Okay, dann verkaufen wir hier unsere Sachen. Well struck. Ja, Schwerpflege, bla bla, Stiefel, auch alles verkaufen hier. So, kann ich hier was da haben? Oh, krass. Nehme ich. Schneideweg, plus 77 mehr Schaden. Many thanks, Traveler. So. Anything else? Ja, jetzt habe ich kaum noch Punkte, um mir was irgendwas zu kaufen.
okay, die haben krasse Waffen hier auf jeden Fall. I can't do that here. Kann ich irgendwas, muss ich irgendwas reparieren oder so? Nee, ne? Nee, muss ich nicht. Passt schon. Krass! Das ist wirklich krass. Ach so, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist hier oben hin. So ein bisschen erforschen und so. Hier. Rüber. Habe ich gar nicht gemacht hier. Hier war ich noch gar nicht zum Beispiel. Okkultist. As I'm sure you know, the priest. Okay, einfach Stopp drücken. Muss ich mir auch nicht reinziehen. Da. Extrahieren und einprägen. Cool. Aber einfach EP bekommen. So, wohin führt der Weg? Warnung. Oha. Neuer Ort. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner hier sind. Ja, ähnlich stark. Okay, ich verstehe. Level 15 auch. I need more time. Teilweise gleich. Aber es ist wirklich geil gemacht. Die Wege, die Map. Oha. Oha, krass. Krasse Falle. Oha, krass. Das war eine krasse Falle. Okay, ich wollte mir das mal einfach nur reinziehen, ehrlich gesagt. Deswegen renne ich jetzt einfach mal zurück. Geil, geil. Wirklich geil. Man könnte jetzt natürlich noch weitere Dungeons und so machen. Ne? In dem Spiel gibt es so viele Dungeons teilweise. Kann man alles natürlich irgendwie machen. Aber am besten wäre es gewesen, wenn wir Druiden oder Totenbeschwörer spielen. Das wäre natürlich am besten irgendwie. Finde ich jetzt. Okay, ich verabschiede mich jetzt aber hier, würde ich sagen. In diesem Sinne, haut rein. Euer Melek. Vielen, vielen Dank fürs Mitschauen. Wir haben Inarius so ein bisschen gesehen. Fand ich cool. Story passt. Alles gefällt mir. Und man muss das Spiel einfach aktiv spielen. Ne? Ich finde es einfach, wenn man lange das Spiel nicht gespielt hat, dann ja, ist das immer so ein bisschen schwierig, ins Gaming wieder reinzukommen. Deshalb, also, das so einfach gesagt. Ciao, ciao.